Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es mal wieder um einen Systemtest, beziehungsweise in diesem Systemtest werde ich euch auch zeigen, was die Funktion für dieses Licht ist. Los geht's! Als erstes einmal eine kleine Information. Dieses Licht habe ich jetzt dazu gebaut. Das ist schon eine längere Zeit da. Aber ich habe es jedenfalls jetzt mal wirklich angeschlossen und jetzt funktioniert es auch. Oben habe ich theoretisch auch noch ein Licht. Das musste ich leider umbauen. Das funktioniert leider gerade aber noch nicht. Das seht ihr dann wahrscheinlich erst im nächsten Systemtest, wenn es läuft. Da halte ich auch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, dann würde ich mal sagen, damit wir den Hausalarm nicht gleich auslösen, schalten wir hier mal den Hauptschalter für den Hausalarm kurzzeitig ab. Und ja, dann würde ich sagen, steht dem eigentlichen Test jetzt nichts mehr entgegen. Einmal Licht aus. So, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so 100% gut sehen. Hier ist die Brandmeldezentrale, das dürft ihr dann auch sehen. Da der Schaltkasten und jetzt da der Handmelder. Dann würde ich mal sagen, löse ich ihn aus und gehe dann so ein bisschen nach hinten, damit ihr seht, was da alles passiert. Und go! So, also erstens, Melder fängt sofort an zu blinken. Zweitens, BMZ leuchtet und sagt sofort Gruppe 1, erster Melder, manueller Alarm wurde ausgelöst. Das ist jetzt der Melder 1.1. Und Alarmweiterleitung aktiviert. Das ist aber egal, weil die ist nicht angeschlossen. So, Alarm blinkt. Und dieses Licht leuchtet jetzt. So, dann quittiere ich den ganzen Spaß mal. Klicke auf OK. Und wir sehen sofort, Licht leuchtet nur noch. Das ist ausgegangen. Melder blinkt noch. So, dann machen wir jetzt mal wieder Licht an. Das wird jetzt nicht mehr spektakulär. Das kennt ihr jetzt schon aus den restlichen Videos. Einfach jetzt nur noch Melder zurückstellen. So. Und jetzt den Schlüssel wieder aufräumen. Und jetzt können wir das Ganze rückstellen. So. Wie wir sehen, jetzt ist eine weitere Störung dazugekommen. Das ist bei mir tatsächlich normal. Ich habe manche bestimmte Teile für die Brandmeldezentrale leider auch noch nicht da. Wenig Möglichkeiten, die BMZ auf einen einen störfreien Modus zu bringen. Das ist für mich quasi fast unmöglich, deswegen kommen immer Störungen. Jedenfalls hier ist jetzt eine neue dazugekommen. Das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann kann ich auch gleich die zweite Funktion des LEDs zeigen. Wie ihr nämlich seht, blinkt das Ding jetzt auch noch. Und somit kann ich erkennen, somit kann man nämlich dann erkennen, aha, guck mal, das ist gerade eine Störung, weil mittlerweile wisst ihr ja, meine BMZ hat jetzt ein Update und dadurch funktioniert ja jetzt der Hausalarm, den ich hier eingerichtet habe. Dafür habe ich jetzt aber keinen Pieper mehr eingebaut. Das ist nämlich der hier. Jedenfalls den Link zu diesem Video findet ihr oben in der Infocard. Ja, und sonst würde man halt nur das hier hören. Ja, und genau deswegen habe ich mir jetzt dieses Licht reingebaut, das quittieren wir mal. So, und jetzt möchte ich trotzdem noch einmal das Ganze mit Hausalarm haben. Und dann würde ich sagen, nochmal Licht aus. Beziehungsweise jetzt gehen wir mal zu einem anderen Melder. Das ist jetzt der zur Treppe. Und das ist übrigens die Platine, die da blinkt. Spaß quittieren. Jetzt nochmal Licht anmachen. So, und das, was ihr da jetzt oben piepen gehört habt, war mein Feueranzeigetableau. Der blinkt jetzt noch weiter, kein Problem. Und das hier blinkt nichts mehr. Nur noch da leuchten und dann rückstellen.
Aber bevor dieses Video endet, möchte ich euch nochmal kurz das andere Licht zeigen. So, wie ihr seht, sind wir hier jetzt in meinem Zimmer wieder oben. Und hier einmal Normalbetrieb, das ist gerade noch an, das ist das Anzeigetableau, das vorhin gepiept hat. Und dieser hier, dieses Licht hier, das meinte ich vorhin, das hat die gleiche Funktion wie das unten auch. Dann würde ich jetzt mal sagen, beende ich jetzt mal das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.